Gespräch. Udo hebt den Hörer ab. Ich bin's, die Brigitte. Ich bin ja so allein. Und keiner versteht mich mehr. Jetzt habe ich hier die ganzen Sachen durchprobiert. Ich habe keinen Zweifel, du bist es wirklich. Ich habe absolut keinen Zweifel. Aber mit dem Udo habe ich noch riesengroße Probleme. Ich habe dir doch eine ganz einfache Frage gestellt. Ist jetzt das so oder so? Brigitte, wann verstehst du mich denn endlich? Pass auf, ich erkläre es dir nochmal. Brigitte, ist ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Ja, beides. Ja, siehst du, das ist doch die Antwort. Aber du erzählst mir laufend Zeug, was ich nicht hören will. Ich will wissen, ist jetzt das so oder so? So, du, Brigitte, du regst dich so leicht auf. Schau, ich bin Liebe. Ich werde nie irgendwas ablehnen. Du bist nur und Ablehnung. Warum bist du nicht ich? Warum warst du nicht Liebe? Schau, der Udo hätte jetzt nicht einmal ein Problem, wenn du ihn ins Maul scheißen würdest. Ah, du bist so eklig. Du bist so oder? So, und jetzt stell dir vor, das hört an und sagt sofort: Boah, das ist, und der will der Messias sein. Weißt du, wie viele Leute hier schon mit einer Arroganz rausgegangen sind? Ich erinnere mich hier und jetzt, Deisendorf. Habe ich im Rathaussaal, haben mich Leute eingeladen und dann war dann von der Konkurrenz, die haben nämlich da unten einen Messias. Der ist ganz geschickt. Der heißt Alexander. Gibt es den noch, Inge? Der heißt Alexander. Das ist der Messias. Da musst du, pass auf. Da war natürlich war der Saal voll und dann haben die natürlich, weil ich vor dem war in dem Saal, haben die natürlich von der Konkurrenz welche reingeschickt in den Saal und die waren dann ungefähr 10 Minuten, haben sie mir zugehört und dann sind die rausgegangen und dann sagt eine beim Rausgehen: Ich riech Schwefel. Jetzt, Moment, Moment. Ich habe mir den Mund aufgerissen. Und das ist jetzt von dem Vortrag. Die, wo ich halte, die kosten nun mal nichts. Das ist nur einen Tag. Da wird nie einer, egal, da muss, wobei man da Rathauszahlmiete bezahlen muss. Wer das macht oder was als Udo, ich spreche nur als Udo, kümmere ich mich überhaupt nicht. Ich verlange sowieso nichts, auch hier. Was der Günther hier macht, das ist, denkt euch, was ihr euch denken wollt. Am besten ist es mir doch wascht. Aber jetzt ist es ja so, dass dieser Messias, der war die Woche drauf, wo da die Spione da waren. Und es ist also so, dass du da überhaupt reinkommst in den Saal, musstest du, glaube ich, 280 Mark Eintritt zahlen, oder ich weiß nicht, also ganz schweinisch, was ich gehört habe, 280 Mark Eintritt. Und wisst ihr, was er für einen Vortrag gehalten hat? Nee, der hat gar keinen gehalten, weil das ein weißer Mann ist. Weil die, die reden, die wissen ja nicht. Der hat sich hingestellt und hat gesagt: Ich sende Heilstrahlen aus. Und dann konnten die Leute wieder heimgehen.